Heute geht es um das Anlegen eines Hügelbeets. Ja, im ersten Schritt müsst ihr euch überlegen, wo soll das Hügelbeet stehen und den Bereich eben erstmal säubern. Und im zweiten Schritt werden die Grassoden entfernt. Wir haben jetzt ungefähr die Größe von 1 m × 2 m für unser Hügelbeet gewählt. Im nächsten Schritt wird Astmaterial, also Ober-, Rauch- und Baumschnitt eingefüllt. Die Schicht sollte ungefähr 30 cm sein und auch verdichtet werden. Ihr könnt das zum Beispiel machen, indem ihr euch auf den Baumschnitt draufstellt und euch da bewegt, dass das so ein bisschen dichter wird. Wir haben jetzt noch ein paar Bretter hinten befestigt. Und zu dem Zaun, den ihr seht, gibt es auch ein Video, wie wir den gemacht haben. Dann als nächstes werden die Grassoden auf das Beet aufgelegt. Wichtig ist da, dass die Grasseite eben nach unten zeigt. Ja, und hier findet unser vererdeter Bokashi das erste Mal seinen Platz. Das heißt, das besteht aus unseren Essensresten von Gemüse und Obst. Und das wurde über ein paar Wochen vererdet, also mit Erde vermischt. Und jetzt können wir es ausbringen. Und die Schicht mit dem Kompost sollte auch ungefähr 20 cm betragen. Da wir nicht so viel Bokashi haben, also noch nicht so viel Kompost, haben wir dann mehr Erde genommen am Schluss. Ja, wir haben jetzt diese beiden Eimer gesammelt und in beiden Eimern ist der vererdete Bokashi. Und ihr seht hier auch, dass sich da schon einige Regenwürmer angesiedelt haben. Und dann wird es vorsichtig verteilt, damit die Regenwürmer eben auch keinen Schaden nehmen. Im nächsten Schritt kommt Bioerde auf das Hügelbeet. Das sollte humusreich sein und am besten torffrei. Ja, und wir haben ordentlich Erde verbraucht für das Hügelbeet. Und zwar insgesamt 12 Säcke. Ja, und dann wird das Ganze noch zu einem Hügel geformt. Und ein bisschen festgedrückt. Genau, wenn ihr Laub habt, dann nicht wegschmeißen oder abtransportieren lassen, sondern klein schneiden. Also es kommt darauf an, was für Laub ihr habt. Unser Laub ist sehr dick und fest, deswegen habe ich das vorher klein geschnitten. Und das könnt ihr dann als letzte Schicht, als Mulch anbringen
und es eben so lange auf dem Beet lassen, wie ihr das noch nicht bepflanzt. Das schützt halt vor Austrocknen der Erde und vor Erosion. Und hier seht ihr, es ist fertig. Und ich werde im Frühjahr dann Inkarnatklee pflanzen als Gründünger und danach kommen dann die Gemüsepflanzen drauf. Ja, dann vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!